Das ist Mr. German Life Turniert und genau heute machen wir ein Video. Wir öffnen 5 unterschiedliche Packs. Das erste ist Bundesliga 2018-2019, das zweite ist Sticker Russland 2018, dann das dritte ist 2017-2018 Champions League Match Tags, dann Katar Panini und Match Tags 2022-2023. Wir fangen so vom neuesten bis zum ältesten. Wir fangen an. Was ziehen wir im neuesten Booster? Ich habe einfach 5 zusammengetrommelt für ein cooles Video. Jawohl. Tut mir leid, ich musste kurz ein Preview-Foto machen. Also packen wir weiter aus. Let's go. Es ist ja schon alles geordnet. Okay, was haben wir hier? The Bag. Gramakis, Gakpo, Mount, Bozelali, Lalis, Savic, Paswer. Insgesamt kann man so nachdenken, hier sind 6 Karten, 5. Also da, hier sind am meisten Karten. Paswer, Casemiro, Neymar, Jabua und Magier. Das war unser erstes Pack. Vom Matchtags 2022-2023. Der beste Spieler ist Neymar da. Jetzt kommen wir zu den Katar-Boostern. Packs, also Sticker. So. Einmal haben wir ein Stadion. Mexiko. Kipembe. Villarreal und De Jong. De Jong oder Kipembe, da würde ich Kipembe nehmen. Let's go. Jetzt kommen wir zum Bundesliga-Pack 2018-2019. Hier kann man gute Leute zählen. Oh, Bayern München Mittelfeld. Oh, Gazinovic. Die habe ich unterschrieben. Oh, wir haben deine Club 100. Kai Havertz. Wettig. Quatsch. Und Rodriguez. Club 100. Überall 101. 101. Die habe ich jetzt zum 7. Mal gezogen. Zum ganzen 7. Mal habe ich diese Karte hier gezogen. Wir hatten Kai Havertz drin. Gazinovic. Diese Karte habe ich unterschrieben. Aber ich nehme hier Rodriguez, weil Rodriguez ein Typ ist, der gut früher war. Jetzt ist Kai Havertz natürlich der Beste, aber wenn man so nachdenkt, früher Rodriguez eindeutig. Let's go, wir haben die bestmögliche Karte gezogen. Jetzt kommen wir zu Russland 2018 Sticker. Oh, bitte, geh doch nicht auf. Die sind so krass hier drin. Oh. So. Einmal Berkay, Chachun, Rodriguez, Maskili und Jamie Vardy, den wir sehr oft gezogen haben. Das ist eine ganz geile Karte. Also in jedem Pack hatten wir bis jetzt einen Hit. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Das ist ein. Diese Karten sind mir im meisten Gedächtnis geblieben, denn das sind so die einer der ersten Karten, wo ich als Album das gesammelt habe. Okay. Oh mein Gott. Hab ich das Booster lange nicht mehr geöffnet. Diese Karten gleich. Ihr müsst es euch gleich angucken. Smalling, erste Karte, zweite Karte, Club 100, Jurfan, oh mein Gott, wie sehen die da noch aus, diese Qualität, unglaublich, Club 100,
Guckt euch mal dieses hier, diese Kugeln, die seht ihr nicht. Paninich. Kevin, Duro-Karte. Ah, wir müssen so nach hinten machen. Okay, Code. Yemes und Dembele. Fake Dembele. Aber was ist das für ein Booster gewesen? Club 100. Hatte ich dieses Pack lange nicht mehr geöffnet und direkt eine Club 100. Wie krass ist das? Dieses Opening ist einfach zu krass heute. Heute haben wir ganze 5 Tüten geöffnet. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da und ein Abo. Heute war es ein geiles Opening. Ich wünsche noch euch einen schönen Tag und ciao. Aber Leute, guckt euch mal nochmal diese Club 100 an. Diese Artworks.